Hallo und herzlich willkommen beim Graustausch-Podcast Nummer 141. 141. Und heute soll es nach der kleinen Podcast-Pause wieder einmal um ein doch recht noch aktuelles Thema gehen, Ja. nämlich um ein Spiel, das am letzten Freitag erschienen ist, also Genau. vor nicht allzu langer Zeit, und zwar um A Way Out. Genau, das haben wir vor ein paar Stündchen durchgespielt. Und zwar in einem einzigen Livestream. Ja. Und haben uns beschlossen, wir machen darüber gleich einen Podcast und berichten so ein bisschen über unsere Spielerfahrung und ob es sich lohnt, 30 Euro für dieses Spiel auszugeben. Genau. Und wie immer werden wir das so machen, dass wir erstmal kurz zusammenfassen, worum geht es. Genau. Dann aufzählen, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Und am Ende würde ich sagen, bei dem Spiel lohnt sich schon ein kleiner Spoilerteil nochmal. Ganz am Schluss. Ja. Für die, die es überspringen wollen, die es können überspringen, um über die besonders coolen Momente, aber auch über die Sachen, die eventuell Nicht so gut nicht so waren. gelungen sind, zu Ja. sprechen. Ja, worum geht es bei A Way Out? A Way Out ist ein Koop-Spiel, ein Genau. reines Koop-Spiel. Man kann es nur zu zweit spielen und zwar auch wirklich nur im Splitscreen. Genau. Also man kann es auch online spielen, aber selbst dann ist das Spiel im Splitscreen-Modus. Man sieht also auch immer, was der andere tut. Genau. Und es geht um die beiden Verbrecher, Leo und Vincent, Genau. die sich im Knast begegnen und einen gemeinsamen Feind haben außerhalb des Knastes und sich entscheiden, den müssen wir auf die Fresse hauen, beziehungsweise ihn umbringen. Deswegen brechen wir aus, machen den Ding fest und wir erleben jetzt quasi gemeinsam diesen Ausbruch und was danach so passiert, weil das ist wirklich kein Spoiler. Man hat in jeglichem Gameplay-Material Ja. vorher schon gesehen, der Ausbruch gelingt und der Hauptteil des Spiels spielt tatsächlich nach dem Ausbruch. Ja, also man kann vielleicht sagen, ja nicht mal, ich würde nicht mal ein Drittel Nicht mal ein sagen. Drittel, ein Nicht mal. Sechstel, so eine Stunde etwa, glaube ich, Ja, haben wir mit dem genau. Ausbruch verbracht. Stimmt, ja. Ja. Also ein Sechstel befindet sich wirklich nur im Knast und danach ist man eigentlich dauerhaft nur draußen aus dem Ja. Knast. Genau, und ja, dann erleben wir eben die Reise dieses ungleichen Duos Genau. und was da so alles passiert mit dem Gesetz, mit Familien, mit Schmerz und Trauer. Das erzählt uns dann dieses Spiel. Genau. Ja, ansonsten kann man auch sagen, das Spiel setzt halt darauf, dass es also recht unterschiedliche Charaktere in Ja. gewisser Weise sind. Während der Vincent ist ein wohlüberlegender und eher jemand, der so mehr ein bisschen auf Heimlichkeit beruht ist und immer erstmal die Situation beruhigen und daraus einen Nutzen ziehen, ist halt der Leo ist da ganz anderer Meinung. Der ist eher aufbrausend und immer eigentlich gleich mit Gewalt, denn das löst eigentlich immer alle Ja, Probleme. und folgt eigentlich immer seiner gigantischen Nase. Ja, So, das ist so das diese Nase ist Motto. wirklich riesig. Ja, diese Nase zieht ihn nach Also vorne wirklich, und er also kann ihr nur das, folgen und Leuten auf die Fresse hauen. ja, wirklich. Also frage mich, wie viele Augen schon von dieser Nase ausgestochen Ja. worden sind. Man kann ja erstmal, bevor wir zum Gameplay und so weiter kommen, sagen, technisch ist das Spiel durchaus solide. So, also es ist so, man muss ja bedenken, es ist ein Spiel von Hazelight. Genau. Der Chefentwickler ist Joseph Farris, das ist der, der vorher Brothers, A Tale of Two Sons gemacht hat. Genau. Hat dieses Konzept jetzt quasi genommen, da musste man ja alleine zwei Leute spielen, jetzt spielen Genau. halt zwei Leute zwei Leute. Und ja, es ist aber ein sehr, sehr kleines Studio aus Schweden. EA liebt Schweden. Ja. Und ja, die haben halt von EA jetzt Geld bekommen, um dieses Spiel zu entwickeln, aber sie haben es halt komplett in Eigenregie gemacht. Also da hat jetzt EA kein eigenes Studio rangesetzt oder Genau. sowas. Und es gibt Momente im Spiel, die sind wirklich richtig, richtig hübsch. Ich finde die Gesichter toll, muss ich sagen. Also es war wirklich wieder so, dass ich so dachte, gerade im Vergleich zu Mass Effect letztes Jahr so, boah, was so alles geht und das mit gar nicht mal so viel Geld. So, also die Gesichter sehen wirklich gut aus und ja, das Spiel sieht dafür, dass es mal ein Indie-Spiel war, was dann nur unterstützt wurde von EA, sieht es wirklich ziemlich, ziemlich gut aus, finde ich. Das stimmt. Also ja, klar, es sind jetzt nicht die best hochauflösenden Ja. Texturen. Gräser und Bäume sind jetzt nicht mega wunderbar dynamisch Es ist animiert kein und keine Ahnung Triple was, es ist kein AAA. A. Ja. Aber die Grafik hat trotzdem ihre schönen Momente, es hat schöne Lichtmomente Ja. zum Beispiel und Landschaften sind durchaus sehr schön anzusehen Ja. und trotzdem sind die Umgebungen sehr schön detailliert und Ja. verspielt. Ja, das Spiel gerät zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch hier und da mal ins Stottern. Also es war nicht oft, aber wir Ich hatten. glaube, eigentlich hatten wir nur einen, Na, wir zwei. hatten eine Szene, wo es richtig doll ins Stottern gekommen ist Genau. und dann immer mal so kurz bei so einer dollen Verfolgungsjagd, also dass es einmal so kurz, so kurz Ja, ein gut, bisschen stimmt, gestockt hat ja. und dann ging es aber weiter. Es hat mich jetzt aber persönlich nie rausgerissen aus dem Nö. Erlebnis. Und ja, man muss so sagen, zur Musik, die ist, ja, weiß ich nicht, irgendwie sehr Standard, muss ich sagen. Ja, Also es ist. da wäre mir Es jetzt ist, kein ich sag Stück mal, es ist halt aufgefallen. eine. Man kann sagen, es ist schon fast eine typische Kriminalgeschichte, so ein Ja. bisschen.
Kriminal-Action-Geschichte und dazu ist halt die Musik jedes Mal passend. Also wenn es halt mal ein bisschen gefühlvoller, dramatischer wird, dann wird halt auch die Musik dementsprechend ein bisschen melancholischer. Ja, dann wird das Piano halt ausgepackt. Genau, Piano und ausgepackt, die Geige, die noch so... Zum Glück sitzen nicht wir am Piano. Ey, komm, ich war nicht so schlecht. Du warst nicht schlecht. Und wenn natürlich die Action, dann ist natürlich mit aufbrausender Musik und Schlagzeug und werden sie entkommen und keine Ahnung was alles. Ja, und also immer stimmig. Genau. Nicht immer stimmig ist das Sounddesign, finde ich. Wir können jetzt die Sachen ja einfach durchgehen, wir müssen ja nicht positiv nehmen. Ja. Da merkt man halt schon, dass da das AAA-Budget fehlt, weil wirklich vieles klingt, als hätten sie das einfach irgendwie selber gemacht. Insbesondere, gleich am Anfang ist uns halt aufgefallen, die sind dann halt im Knast mit Steinmauern und Metallgittern. Ja. Und jedes Mal, wenn Leo oder Vincent gegen das Metallgitter klopfen, klingt das halt wie Holz. Also wirklich so ein Tok, Tok, Tok. Man denkt, so klingt kein Metallgitter. Und auch so die Waffen und so, das hat halt alles nicht diesen Umf, den man von so großen Produktionen gewöhnt ist. Das wirkt halt alles so ein bisschen, so ein bisschen selbst gemacht. So als hätten die mit so einem Luftdruckgewehr neben dem Mikrofon rumgeschossen. Nein, die haben schon eine echte Shotgun genommen die ganze Zeit und haben rumgeballert. Hast du das? Nee, mal nochmal. Ja, also auch da muss man sagen, es ist halt völlig zweckdienlich, aber es ist jetzt kein Wolfenstein-Sounddesign. Nein. So. Ja, genau. Ja. Aber wichtig ist natürlich bei so einem Spiel, ohne da jetzt was spoilern zu wollen, die Geschichte, die Charaktere, weil darum geht es ja letztendlich, die Reisen dieser beiden zu erleben. Wie hat dir das denn gefallen, so im Großen und Ganzen? Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Geschichte von A Way Out... es ist ein bisschen eine Klischee-Geschichte schon fast, muss man wirklich sagen. Also wer, ich sag mal, Krimis und so ein bisschen actiongeladenere Filme à la Hollywood so ein bisschen anguckt, was ich, die Staatsfilm Nummer 1 waren hier, Under Fire zum Beispiel oder Im Körper des Feindes oder wie es heißt mit Nicolas Cage und keine Ahnung was. Also alles sowas, alles so ein bisschen, wo halt noch irgendwie so ein kleiner Twist mit reingebracht wird. Prison Break. Und keine Ahnung was, auch alles so, also alles, was irgendwie mit Krimi, Thriller etc. zu tun hat, wurde halt irgendwie mit hier reingebracht in diese Geschichte. Aber nichtsdestotrotz ist es halt insgesamt eine sehr stimmige Geschichte. Die Charaktere, finde ich, sind auch durchaus glaubhaft. Ja. Also ihre Motivation ist glaubhaft. Warum sie jetzt unbedingt diesen Harvey heißt der große Gegenspieler, warum sie jetzt den unbedingt platt machen wollen, ist es glaubhaft, wie sie mit ihrer Familie halt umgehen, wie sie halt auch selber zu, ich sag mal, ja auch Freunde oder Kameraden werden, wird auch gut dargestellt und durchaus auch glaubhaft verkauft. Und insgesamt ist es eine schöne Geschichte, wo es immer wieder seine Höhen und Tiefen hat, also immer wieder gleich zu Action- und Verfolgungsjagden, dann wieder mal zu ein bisschen ruhigeren, wo man mit der Familie wieder was zu tun hat, zu kleineren kleinen Rätseleinlagen, die daraus bestehen, finde einen Gegenstand und verwende es mit diesem Gegenstand, zum Beispiel ein Auto zu reparieren oder ähnliches, und dann gleich wieder in die nächste Verfolgungsjagd reinzugehen. Ja. Also es schlängelt sich nicht mehr von einer Actionsequenz zur nächsten und dazwischen hast du immer wieder ruhigere Sachen. Also ich finde, das ist wirklich ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Ich finde, es spielt einen hervorragenden Flow, wie man so schön sagt. Also es hat für mich, es ist in keiner Sekunde langweilig geworden, sondern es hat immer wirklich seine Action gehabt und seine Rätsel- und Stealth-Momente. Und dann nimmt es sich aber auch Zeit, einfach mal für 5 Minuten eine Sequenz einzubauen, wie die beiden halt nur mal durch die Wildnis latschen und was zu essen brauchen und jetzt gemeinsam versuchen müssen, Fische zu fangen. Ja. Und sowas. Und dann eben auch Momente mit ihren Mitmenschen und so weiter. Also da hat es wirklich immer so einen sehr schönen Wechsel aus Anspannung und Entspannung, wie man so schön sagt. Ja, dann gibt es natürlich noch das Grande Finale, was wir natürlich nicht verraten werden. Das muss jeder selbst erleben, sage ich mal. Wie gesagt, wenn ihr alle Hollywood-Filme, alles mögliche so an solchen Krimi-Filmen und so weiter guckt, dann ist es jetzt nicht so, dass... Ja. Aber es ist trotzdem ein interessanter kleiner Kniff und es unterhält. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man jetzt wirklich sagen, wie gesagt, ohne was zu verraten, ich finde das Finale nicht gut. So. Also es hat. Hast du weniger kritisch gesehen als ich. Ja. Aber ich saß halt am Ende da und dachte so, okay, in sehr viel kleinerem Maßstab war das jetzt für mich wirklich so ein Heavy Rain-Ding, wo ich so dachte, oh, bis jetzt war ich voll drin und jetzt so. Ja, da muss ich sagen, so ging es mir eigentlich gar nicht. Ich fand es schon durchaus glaubhaft, wie sie halt diesen Twist nochmal so eingebaut haben. Aber dazu kommen wir dann ja im Spoiler-Teil noch mehr. Ja, klar. Nur, ich sag mal so, das Ende ist streitbar.
Sagen wir es mal so. Der finale Twist ist streitbar. Ja. So. Und ich muss aber sagen, ich finde, bis zu dem Zeitpunkt, ich finde die Charaktere super geschrieben. Ja. Also gerade so, wenn man ja diese Momente hat, wo sie miteinander dann eben einfach mal durch die Gegend laufen und reden. Das ist ja sehr, sehr ehrlich so, wenn sie über ihre Vergangenheit und so reden und über ihre Gefühle. Aber eben auch teilweise sehr lustig. Also wir haben nicht selten wirklich sehr gelacht über die Sprüche. Ja, ja. Oder auch, wenn man so mit der Umgebung einfach interagiert. Und da sind einfach sehr, sehr viele coole kleine Referenzen drin, ja, an andere Filme und an die Vergangenheit. Unter anderem an die Boondock Saints. Wenn man ein Fahrrad findet im Spiel, kann man mit Leo die Klingel betätigen und dann sagt der Ring, Ring, Motherfucker. Ja. Ja, also das ist wirklich, die sind schön geschrieben, die sind authentisch geschrieben. Ich hatte nie das Gefühl, das sind so, ja, so Charaktere, die nur nach einem Schema laufen, sondern sind beide auch bereit für ein bisschen Entwicklung und Wandel. Und ja, das hat mir, also bis auf das Finale, was mir nicht gefallen hat, hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe mich da auch nicht gestört an dem einen oder anderen Kitsch und Klischee, aber es ist schon so, dass wir teilweise wirklich Dinge, Klischee-Dinge, die gleich kommen werden, vorausgesagt haben. Also sie feiern wirklich alles ab, von der Mexikaner Agro-Gang über die schwarze Waffenhändlerin und so weiter und so. Also sie feiern schon ordentlich Klischees ab. Also es ist wirklich alles. Wie gesagt, also wenn ihr Fans von solchen Hollywood-Filmen seid etc., dann wird euch dieses Spiel auch, glaube ich, von der Story her sehr viel Spaß machen. Ja. Weil das wirklich alles so vertreten. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kann man das Gameplay noch ein bisschen erklären. Mhm. Beim Gameplay ist es halt so, dass es ist rudimentär. Es ist ein sehr rudimentäres Gameplay, aber wie wir finden, ist es doch eigentlich sehr abwechslungsreich. Ja. Es schwankt halt zwischen erkunde die Gegend und wie gesagt, interagiere mit einem Gegenstand und benutze es mit einem anderen Gegenstand, über Quicktime-Events, also schnell irgendwie ganz oft Quadrat drücken, im richtigen Moment eine andere Taste drücken, zu aber auch kleineren Ausflügen andere Spielegenres, wo man auch kurzzeitig dann zum Beispiel eine Top-Down-Perspektive auf einmal hat, um jemanden zu jagen, wo man auf einmal ein Beaten-Up-Side-Scroller hat. Was gab es denn noch? Ja, dann hast du halt die klassischen Sachen so, dass du im Auto fährst und Leute abschießt. Ja, genau. So klassische Rail-Shooter. Stealth-Passagen und so weiter. Stealth-Passagen aller Assassin's Creed so ein bisschen. Dann eben diese kleineren Rätselmechaniken und so. Also es ist wirklich ein bunter Mix. Das ist halt so, nichts davon ist jetzt wirklich groß ausgearbeitet, muss man sagen. Also auch so, wie gesagt, da fehlt halt immer so dieses, das letzte Geld und Know-how wahrscheinlich, um das alles so gut zu machen wie in anderen Spielen. Weil es wäre halt auch eine unglaubliche Aufgabe. Ja. Weil ein Stealth-Spiel konzentriert sich halt nur darauf, ein Action-Spiel nur auf die Action. Und die haben halt von allem ein bisschen was. Genau. Und es fühlt sich dafür halt aber alles wirklich ein bisschen simpler an. So, also auch die Schießereien und so, Ist halt alles, alles sehr simpel gehalten. Genau, aber es macht trotzdem Spaß. Ja. Also wir haben uns nie gelangweilt. Genau. Es war immer dadurch, dass halt immer wieder abgewechselt wird, weil meine Befürchtung war halt am Anfang bei Way Out, es kommt jetzt ein Quicktime-Event nach dem anderen. Ja, Quicktime-Events und Entscheidungen treffen. Genau, das wird die beiden, also so wie ein Telltale-Game eigentlich. Das war meine Befürchtung, okay, man kann sich so ein bisschen herumbewegen, mit Leuten interagieren, Sachen angucken und dann kommen Quicktime-Events und Entscheidungen und Ende. Und mehr muss man nicht machen. Ja. Und da war ich dann schon überrascht, ach guck mal, man muss doch viel mehr machen. Ja, dann, wovon es aber natürlich total lebt, ist eben das Koop-Gameplay. Genau. Das geht halt von den Sachen, die man kennt, so Sachen wie mach eine Räuberleiter, oder damit dein Kameraden nach oben kommt. Genau, oder eben zusammen irgendwas wegschieben, was man also auch in The Last of Us und so weiter hat. Genau. Aber da sind halt eben auch sehr, sehr viele coole Passagen mit so asynchronem Koop-Play, das halt beispielsweise, relativ am Anfang, wenn man in der Zelle zum Beispiel, auch wieder klassisch Film, das Klo abmontiert, genau, um dahinter rauszukreisen, der andere Wache halten muss, die Wache ablenken, damit sie nicht gesehen wird, rechtzeitig Bescheid sagen, genau, wann sie kommt, und dann eben andersrum, man für den anderen auch. Oder eben auch so Sachen wirklich, wenn man in einen bestimmten Raum im Gefängnis muss, dass halt der eine wirklich Aufgaben hat, die völlig anders sind als der andere. Also man muss dann wirklich parallel zueinander arbeiten, sieht halt immer, was der andere tut. Und das sind wirklich sehr coole Momente, wenn man sich so abspricht und dann auch so, so zählt und sagt, ich mache jetzt das und das und bleib noch unten und so, und man sich wirklich mit seinem Partner absprechen muss, wie man jetzt gerade vorgeht. Genau.
Ja, und ich sag, das hat eigentlich alles soweit Spaß gemacht. Ansonsten in der Spielewelt gibt es halt auch noch ganz viele kleine Nebenbeschäftigungen. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Minispiele. Man kann gegeneinander Dart spielen, Baseball spielen. Also sprich, man kriegt einen Ball zugeworfen, man muss halt versuchen, eine höhere Punktzahl als der andere zu kriegen. Man kann versuchen, in Rollstühlen Balance Ja. zu halten, Klavier Hufeisen werfen, spielen, Klavier Banjo spielen, Banjo spielen und keine Ahnung. spielen. Also es gibt alle möglichen kleinen Nebenbeschäftigungen. Arcade Game gibt es Ja. auch. Ja, und das Schöne ist, das sind halt wirklich so, die bringen dir nichts. So, Ja. klar, du kannst hier und da eine Trophäe kriegen Genau. dafür, aber die bringen dir an sich nichts, sondern es sind wirklich so Sachen, die einfach immer an Punkten in der Welt, wo sie auch hinpassen, eingebaut sind und die du überhaupt nicht machen musst. Du kannst auch sagen, ich Genau. folge jetzt einfach straight der Geschichte. Ja, aber generell hat diese Welt sehr viele coole kleine Details und Minispielchen. Und es ist aber alles optional. Unter anderem kann man auch Hühner werfen. Das hat mir sehr viel Freude Ja, bereitet. sieht auch sehr lustig So. aus. Und das muss man auch sagen, was auch cool ist, dass mit den Sachen, mit denen man interagieren kann, die beiden Charaktere jeweils unterschiedliche Dinge tun, weil sie Ja. einfach andere Charaktere sind. Zum Beispiel den Hühnern. Ich als Leo bin da halt hin, war völlig begeistert, dass ich diese Hühner hochwerfen und fliegen lassen kann. Und ich als Vincent mit hingegangen und habe meine Hand in den Hühnern gehalten, die sind einfach schreckhaft weggerannt. Ja. Kann auch daran liegen, dass er vorher da war und die Hühner geworfen Die hat? haben sich von mir bereitwillig Ich werfen weiß lassen. es nicht. Ja. Kann natürlich auch daran liegen. Ja. Aber ich glaube, er ist wirklich daran gedacht, Vincent, der kann halt mit den Hühnern nur so interagieren. Und so war es halt auch immer bei anderen Gegenständen und auch mit Gesprächen. So war es halt auch zum Beispiel, wenn man mit Leuten geredet hat, war es halt so, dass zum Beispiel Vincent hat meist eher so versucht, die ein bisschen zu manipulieren und dann halt zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist viel zu teuer, geh doch mal lieber da die Straße runter, da ist ein schönes Lebensmittelgeschäft, geh doch da kaufen. Und Vincent eher so, raus hier, hau Ja. ab, Leo meine ich, raus hier, hau ab, Und das ist dann verschwinde. aber auch wieder cool, weil wir dann auch gleich angefangen haben zu erkennen, wie unsere Charaktere sind. Ja. Und ich bin da halt hin und dann war halt meine Option, irgendwie mit dem einfach zu reden oder halt so, geh raus hier. Ja. So, und ich dachte, ja, okay, wenn ich jetzt hier rumpöbel, bevor wir überhaupt anfangen, ist vielleicht Ja. nicht so gut. Dann habe ich das Gespräch dann abgebrochen und habe gesagt, geh du mal zu dem hin. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich krieg den hier gerade nicht weg und das könnte alles eskalieren. Und dann fängt man halt wieder an, miteinander zu kommunizieren. Genau. Und das muss man auch tun bei den diversen Entscheidungen im Spiel, weil es Genau. gibt halt mehrere Situationen, wo aufgrund der unterschiedlichen Charaktere sie halt andere Lösungsmethoden anwenden wollen für Genau. etwas. Beispielsweise gleich am Anfang gibt es so eine Szene, wo halt auf einer Brücke total viel Bewachung ist und ganz viele Leute. Und Leo möchte halt schnell zum Auto und einfach wegfahren. Und Vincent sagt halt, nee, lass mal lieber unter der Brücke lang gehen, Ja. damit wir nicht gesehen werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Entscheidung erst getroffen muss einstimmig sein. Also es müssen beide auf dasselbe gehen, Viereck eine Weile gedrückt halten und wirklich einstimmig sagen, wir nehmen diese Entscheidung jetzt. Ja, das heißt, man muss wirklich miteinander diskutieren. Gut, da müssen wir zugeben, dadurch, dass wir es halt alles einen Livestream hatten, Ja. haben wir es uns sehr einfach gemacht. Wir haben einfach unsere Zuschauer entscheiden lassen. Ja. Das heißt, die konnten sich gegeneinander kloppen und haben uns die Entscheidung dafür abgenommen. Meistens waren sie sich relativ einig. Ja, irgendwie haben unsere Zuschauer wollten irgendwie immer die gewalttätige Lösung Ja. meistens. So, man muss dazu sagen, wir haben jetzt schon mitbekommen, dass es wohl tatsächlich so ist, dass das halt wirklich immer in ganz kleinen Teilen was Ja. unterscheidet. Dann, also weiß ich nicht, wahrscheinlich für 1, 2 Minuten. Und dann läuft es aber sofort auf dasselbe wieder hinaus. Ja. Nichtsdestotrotz fand ich das trotzdem cool, dass man Ja, eben diese Momente hat, wo das. man einfach sich ja überlegt, welche Herangehensweise wollen wir jetzt wählen. Und ja, das ist halt einfach, ja, einfach cool, wenn man dann, weiß ich nicht, so das macht und dann diesen Plan umsetzt. Und vor allem ist es ja immer nur der Weg, den man bestimmt. Man weiß aber noch gar nicht wie. Am liebsten würde man wie so ein Life is Strange erstmal gucken, was ist denn Ja. der Weg und dann es nochmal ändern. Und ja, es ergibt sich dann wirklich zwischen den Spielern auch so eine Einheit, wo dann am Anfang, wie oft halt noch, gerade ich oft nicht gesehen habe, wo du gerade bist. Und so, hier rüber, so. Und später dann, weiß ich nicht, dann so eine Szene war, wo Aufmerksamkeit erregen muss und dann so, oh Gott, jetzt wird die Polizei gerufen, du sofort aus dem Fenster gesprintet bist, außenrum und ich so, okay, er ist auf der Treppe und man hat sofort angefangen, sich abzusprechen. Genau. Ja, darauf ist das Spiel halt auch wirklich ausgelegt, dass man als Spieler halt ja mehr weiß als die Charaktere und mehr machen kann, weil klar, ich kann dem jetzt, er ist auf der Treppe, so, könnte er ihm jetzt schlecht zurufen, Ja. aber als Spieler kann man es halt und das ist halt ziemlich cool. Und ich finde tatsächlich auch, dass die Inszenierung vom Spiel ziemlich gut ist. Also gerade der Splitscreen hat uns beiden sehr gut Ja, gefallen, haben sie schon gemacht. weil das Spiel wirklich so ist, man ist die meiste Zeit also einfach in der Mitte geteilten Splitscreen. Wenn eine Cutscene kommt, dann hat man halt einen Fullscreen. Genau. Und dann ist es aber auch ganz oft so, wenn der eine gerade was Wichtiges tut
und der andere eher was Unwichtiges, dann verschiebt sich der Bildschirm, sodass der eine halt zwei Drittel einnimmt und der andere nur ein Drittel. Genau. Und wenn es halt wirklich so ist, dass jetzt gerade was ist, was für den Charakter super wichtig ist, dann schiebt der wirklich den anderen auch komplett aus dem Bildschirm. Ja. Und der hat mal kurz nichts zu tun in dem Moment. Ja, so gibt es auch dann halt auch Einzelpassagen, wo man halt wirklich nur mit einem der beiden Charakter, wo nur ein Spieler seinen Ja. Charakter gerade steuert und der andere ist halt momentan erstmal Ja. inaktiv. Ja. Aber das ist halt wirklich immer nur so, keine Ahnung, 5 Minuten Ja. der Spielzeit und dann ist wieder Koop. Also es Ja. ist jetzt nie so, dass auf einmal der eine ist jetzt der viel, viel wichtigere Ja. Charakter und hat jetzt hier irgendwie 15 Minuten seinen Solo-Play und der andere kann halt nichts machen. Ja. Also das muss man wirklich keine Sorgen machen. Es ist halt wirklich maximal so 5 Minuten und dann ist der andere wieder Ja. dabei. Und dann gibt es halt wirklich auch coole Momente, wo, ja, wo die Kamera immer wieder, also wo Fullscreen ist, aber die Kamera immer wieder zwischen beiden hin und her springt. So Genau. beispielsweise gleich am Anfang einer Prügelei, wo Ja. man sich dann prügelt und dann den einen zu dem anderen rüberschlägt und dann schwenkt die Kamera um und man sieht, wie der sich prügelt und dem dann einer auf die Fresse haut. Ja. Und es ist wirklich cool inszeniert. Das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt später eine Szene, die fanden wir beide sensationell Ja. inszeniert. Es ist ein riesiger One-Shot einfach nur. Ja. Also wirklich ohne irgendeinen Schnitt, ohne irgendeine Ladezeit, ohne irgendeine Schwarzblende, sonst irgendwas. Halt wirklich, die Kamera wechselt ständig zwischen beiden hin und her, saust durch irgendwelche Lüftungsschächte, durch Türen, durch Fenster, um halt den anderen Charakter wieder im Blick fangen zu haben Ja. und bei ihm wieder die Aktion fortzusetzen. Das geht die ganze Zeit hin und her und hin und her. Und jede dieser kleinen Einzelsituationen sind auch immer nur wirklich so 2, 3 Minuten groß, Ja. dann wechselt die Kamera schon wieder zum nächsten. Ja, also es ist wirklich, das ist unglaublich dynamisch Ja. und ja, es war wirklich, man war dann auch, als wenn man gerade nicht aktiv war, richtig, hat richtig gepackt, da gewartet und das ist dann so cool, wie dann der andere irgendwo wieder auftaucht und man so, ah cool, da bin ich jetzt gerade. Und Ja. es macht halt alles Sinn und ist einfach, ja, wie so ein cooler Heist-Movie dann inszeniert. Genau. Ja, nennenswerte Bugs sind uns jetzt nicht aufgefallen. Also ist ja. Höchstens mein Palmenback. Ja, also es war halt hier und da mal so ein Lacher. Also wir hatten auch Ja, durchaus wir hatten dann ein, zwei mal, lustige Bugs wir irgendwie. steckten mal ineinander. Ja. Oder ein Gegner lag irgendwie so halb in der Luft, aber jetzt wirklich nichts, was einen irgendwie Ja, rausgerissen hätte. rausreißt richtig und so weiter. Und ja, Ja. also im Großen und Ganzen, ja, es ist wirklich, hat es uns sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt wirklich, es ist seichtes Popcorn-Kino Ja. zum im Koop spielen. Ja, aber alleine, das muss halt wirklich gelobt werden, dass sie gesagt haben, nein, wir machen im Jahre 2018 wirklich ein reines Koop-Spiel. Ja. So, und legen das darauf aus. Und wie wir ja schon mitbekommen haben, verkauft es sich wohl überragend gut, das Ja. Spiel. Also, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn mehr solcher Erfahrungen auch kommen. Und dann, wenn man es dann noch spielerisch ein bisschen anspruchsvoller macht, vielleicht, dann wäre es Ne. optimal. Ja, natürlich ist es nicht auch nur positiv alles Ja. bei dem Spiel. Also zum Beispiel auch wie gesagt, bei der Story, da kommen wir noch bei den Spoiler-Partner dazu, dass halt vor allem zum Ende hin halt Diskussionsbedarf da so ein bisschen besteht. Auch was auch zum Beispiel das Gameplay angeht, gibt es auch so ein paar Faktoren, die denn schon einen so ein bisschen stören. Also zum Beispiel gibt es dann halt die Situationen, oder beziehungsweise von der Inszenierung her ist einfach dann zu viel inszeniert. Ja. Wo dann halt wirklich das Spiel dir vorgaukelt, oh, du musst jetzt hier die richtigen Knöpfe drücken, Ja. du musst jetzt ganz schnell sein und keine Ahnung was. Und wir haben es halt dann wirklich also im Livestream haben wir mitbekommen, nee, es ist ein Ja. Gummibandsystem mehr oder weniger. Es ist halt inszeniert, dass es jetzt so Ja. mega spannend und so mega knapp irgendwie Ja. dargestellt wird. An vielen Stellen auch bei irgendwelchen Verfolgungsjagden, die es ziemlich oft gibt bei diesem Ja. Spiel. Ist es auch so wirklich so, dass du musst nicht mehr selber wirklich rennen. Du bewegst einfach nur den Joystick nach Ja. vorne und dein Charakter biegt schon fast alleine Ja. um die Ecke, um die Ja, oder richtige Kurve, wenn du keine mit dem Ahnung was. Fahrzeug irgendwo gegenprallen würdest und dann ist man Ja. halt voll am Rudern und einmal haben wir es halt nicht geschafft und merkten dann so, oh, ja, die Wand hat uns gerade abgestoßen, Ja, so und ein Stück wir haben weit. keinen Schaden bekommen. Oder Ja. denn auch bei einer Szene bin ich miserabel gefahren und die haben mich Ja. theoretisch, also theoretisch waren die halt direkt hinter mir Ja. und dann hatten wir halt einen lustigen Bug, wo ich mal kurz irgendwo hängen geblieben bin. Und dann war es wirklich so, dass die Autos anscheinend stehen geblieben sind, weil du konntest dann einfach wegfahren und Ja. war erstmal alles in Ordnung. Ja. Also es ist halt wirklich so, es gaukelt dir vor, es ist gerade die Mega-Action und es ist gerade voll knapp und nur Ja. wegen deinem Skill, so nach dem Motto, weil du gerade die richtigen Knöpfe drückst und gerade um die richtige Ecke lenkst, entkommst du. Aber in Wirklichkeit ist es halt, es ist so inszeniert. Also selbst wenn du theoretisch verkacken würdest ein paar Mal, ist es scheißegal, Ja. du wirst halt durchgezogen. Ja, dann gibt es auch noch so den einen oder anderen Inszenierungsfehler. So, also da merkt man halt so, wo wirklich die großen AAA-Spiele drauf achten,
Ja, von welcher Seite, also wo ich die Cutscene, mehrere Cutscene-Anfänge haben, je nachdem von wo du kommst, in welcher Tageszeit und so weiter. Das passiert, also hier sind wir so Situation oft, ich hatte ihn von hinten, du von vorne, Cutscene geht los und es war genau andersrum. Ja, oder unser So. Lieblingsbeispiel war bei einer Szene, hat einer unserer Charaktere eine Pistole. Ja. Hat sie, es gibt dann halt eine Situation, wo die Pistole auf dem Tisch liegt, man sie theoretisch benutzen könnte, wir haben sie nicht benutzt. Und dann ist halt die nächste Cutscene, wie unsere Charaktere halt weggehen. Und die Pistole liegt halt immer noch auf dem Ja. Tisch. Unser Charakter nimmt diese Pistole mit, denkt so: Nimm doch die Pistole mit! Wieso nimmst du die Ja. fucking Vor Pistole allem, nicht das ist mit? wirklich in dem Moment so, dass man denkt, okay, es ist bei anderen Pistolen okay, aber es ist wichtig, dass er diese Pistole Ja, mitnimmt. Das genau. wäre durchaus relevant. Ja, So, und und. dann geht er weg und wir so, boah, Vollidiot! kein Wunder, dass er geschnappt wurde. Ja, wenn er die ganze Zeit seine Waffen irgendwo rumliegen lässt. Und aber in der nächsten Cutscene sieht man auf einmal, wie er die Pistole wieder in der Hand hält. Ja. Also sprich, er hat sie mitgenommen, aber weil es halt ein Gegenstand war, gerade im Gameplay und nicht zur Ja. Cutscene gehörig, hat er sie halt nicht Genau, mitgenommen. hätte man sie benutzt, dann hätte er sie mitgenommen wahrscheinlich. Genau. Aber also das sind halt einfach so Fehler, wo man merkt, da war dann wahrscheinlich einfach nicht ja, Zeit, Geld oder Gedanken da halt nochmal das anzupassen für den Genau. Fall, dass es noch da ist. Das, Genau. weil es wäre wirklich so, das fand ich wirklich ärgerlich, dass man da nicht einbauen kann, dass er am Tisch vorbeiläuft, sich die nimmt und einsteckt. So. Ja. Das wäre jetzt kein großer Programmieraufwand Eigentlich nicht, gewesen. nee. So, und ja, davon gibt es wirklich einige Dinger, wo Ja, es man gibt so ein paar, gibt es schon, wo es immer wieder so ein bisschen aufgefallen ist, wo. Ja, natürlich auch die typische Videospiellogik ist halt natürlich in diesem Spiel auch immer vorhanden. Ja. Warum zur Hölle wirft er jetzt diesen Gegenstand weg? Könnte er diesen Gegenstand nicht doch bald Ja. gebrauchen? Zum Beispiel jetzt! Nein, er hat sie ja vorhin weggeworfen. Ja. Warum auch immer er sie einfach liegen Ja. lässt. Ja, und dann gibt es einfach dadurch, dass es halt. Ja, aber es muss auch in Nicht-Triple-A nicht sein, aber es gibt so ein paar Szenen, die sind einfach unfassbar lustig, weil sie sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht haben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Leo umzingelt ist vom Polizisten. Ja, ja. Ja, dann die Flucht antritt und sie ballern alle los im Gameplay und ich wurde halt durchlöchert. Also, Wirklich du durch. bist allen Genau, ausgewichen. also man hat wirklich gesehen, wie die Kugeln durch mich Also, durchgeflogen die Kugel, sind. du hast so weiße Streifen gesehen, wo die Ja. Kugeln lang geflogen sind. Und es war wirklich so, Leo rennt und die gesamten Kugeln. Und es war wie so ein perfektes Quadrat um Leo herum, Ja. irgendwas entstanden ist, durch diesen weißen Streifen, die Kugeln hinterlassen haben, Ja. wo die Kugeln lang geflogen sind. Ja, hat er überlebt. Aber es wäre halt normal gewesen, der ist tot. Der wurde gerade Ja. durchlöchert, aber vom Feinsten. Ja. Also das war auch schon so eine lustige Situation. Ja, aber ja, es sind so eine Kleinigkeiten, die halt erstmal sehr lustig sind. Ich glaube, vor allem dadurch, dass sie ein Koop-Spiel sind, lacht man einfach gemeinsam Ja. drüber. Aber trotzdem macht es halt weiterhin Spaß. Und trotzdem wird man von der Story schon mitgenommen. Sie ist nicht langweilig. Die Inszenierung macht trotzdem Spaß. Also trotz der Kritik müssen wir sagen, insgesamt war es einfach ein tolles Spielerlebnis. Ja, also hat Spaß gemacht und wie gesagt, was man auch nochmal loben muss, es ist halt super fair, das Konzept. Es muss sich einer für 30 Euro das Spiel kaufen. Ja. Und dann kriegt man halt einen Friend Pass, den man beliebig oft benutzen kann und kann das halt mit beliebig vielen Freunden spielen. Kann denen den schicken und dann kann man mit denen Genau. im Koop spielen. So, also man kann wirklich, einer kauft sich das und kann es mit 5 Leuten durchspielen, wenn er dazu Lust hat. Genau, So. theoretisch schon, ja. Klar, jeder muss für sich selber entscheiden, ob 30 Euro für ihn zu viel sind oder in Ordnung. Das Spiel ist nämlich nicht mega lang, Ja, sondern also 6 Stunden haben wir wir haben gesagt. halt jetzt 6 Stunden gebraucht für das Und wir ganze Ding. haben viel, also gerade der Herr da hat viel Unfug gemacht und es wirklich Ja, hat also alles ich ausprobiert, habe alles so. ausprobiert, ich habe sämtliche Minispiele ausprobiert, ich habe alles versucht anzuklicken, was anzuklicken Ja, ging und also man kann es ausprobiert. wahrscheinlich auch locker in 4 durchkriegen, wenn Man könnte man. es, wenn man halt wirklich das ganze nehmen kann, die ganzen Minispiele und alles weglässt und wirklich nur die Story erlebt, bist du in 4 Stunden durch. Ja. Also wir fragen uns ja, wo manchen Testberichten so kommt, so 8 Stunden. Wo Ja. wir denken, also was haben die gemacht, dass die 8 Stunden da drin waren? Und wir haben übrigens beide Enden gesehen. Ja. Also man kann dann die Kapitel auswählen, wir haben es nicht zweimal durchgespielt, aber wir haben dann das letzte Kapitel, den Abschnitt nochmal gespielt und das zweite Ende auch noch angeguckt. Ja. Es gibt 2 Enden. Ich wollte gerade sagen, es gibt 2 Enden übrigens. War das jetzt schon Nein. gespoilert? Ja, wen interessiert 2 Enden? Ja. Ich glaube, dann haben wir es eigentlich erstmal soweit, ne? Ja. Kritik haben wir auch geäußert. Story, Spiel, Szenierung. Ja, ich glaube, wir haben alles. Ja. Ich glaube, es müsste. Wahrscheinlich fallen es später eh wieder neue Sachen ein, was wir Ja, vergessen haben. wie immer. Ja, aber ich glaube, das ist erstmal so in Ordnung. Ja, aber ein bisschen spoilern wollen wir natürlich Nein, noch. genau, weil wir müssen dann über das Ende nochmal reden. Ja, und Was auch dann noch über aussieht. den coolen Moment. Genau, und den coolen Moment auch noch.
Ja, deswegen also, wer das Spiel selber noch spielen möchte und nicht gespoilert werden möchte, der bitte jetzt hier abschalten. Und schon mal vielen lieben Dank, dass ihr euch das bis hierher angeguckt und angehört habt. Schaut gerne auch bei unseren anderen Projekten vorbei hier auf Graum Entertainment. Und ansonsten könnt ihr euch gerne, wenn ihr das Spiel dann selber durch habt, auf Graum Gaming unseren Livestream angucken. Wie gesagt, geht so 6,5 Stunden. Wir haben gesagt 6 Stunden, weil eine halbe Stunde ist eher durch Ja, den und Livestream. es ist halt wirklich mit 2x Credits und so weiter und so Genau. fort. Also. Mit allem drum und dran. Also 6 Stunden Spielzeit ist es schon. Und deswegen dann noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder eine schöne gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast euch anhört oder anschaut. Und bis nächstes Mal, euer Ramen. Und euer Gauton. Bye-bye. Ciao. So, jetzt kommen wir ins Spoiler-Part. Ja. Ja, erstmal muss ich sagen, die Szene im Krankenhaus ist schon schweinegeil. Die Szene im Krankenhaus schon sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, man ist ja im Krankenhaus, weil man ja eigentlich zu Carol, der Frau von Vincent, möchte, die ja gerade ihr Baby bekommen hat. Und ja, man geht da halt erstmal so schleichend rein, ist noch alles in Ordnung. Und dann aber kaum ist man dann bei seiner Frau und redet mit der und versöhnt sich so ein bisschen mit der, ist schon die Bullerei am Laufen. Und dann sagt die schon, ey, das sind zwei Verbrecher, die ja geflohen sind, hinterher. Und dann entsteht halt eine sehr, sehr coole Fluchtszene, wo man immer wieder zwischen Leo und Vincent hin und her wechselt, die halt ihren eigenen Weg durch das Krankenhaus bis ganz nach unten, die sind halt ganz oben, müssen halt bis ganz nach unten in die Tiefgarage zu dem Fluchtfahrzeug, Ja. um irgendwie den Polizisten zu entkommen. Und also wie gesagt, es ist ein saugeiler One-Shot. Es ist halt wirklich, als ob jetzt gerade in irgendeinem Krimi-Film die Kamera selber auch schnell durch einen Lüftungsschacht durchgewedelt wird irgendwie, um dann schnell bei der anderen Perspektive wieder anzukommen. Ja. Und ohne einen Schnitt, ohne eine Schwarzblende, ohne eine richtige Ladezeit, sonst irgendwas, geht die Kamera immer wieder zwischen den beiden Perspektiven hin und her und geht fließend über, dann gleich in das entweder Rennen, Schleichen oder irgendwelche Gegenstände vor die Leute werfen, Kampf, Gameplay, was auch immer, was alles mit dazu gehört. Das war schon eine sehr, sehr coole Szene. Ja, und es ist, wie gesagt, es ist halt einfach eine unglaublich coole Dynamik. Vor allem, Ja. weil es halt ruhig so machen, dass dann siehst du so die Cutscene, dann ist, selbst da machen sie es noch, dass du dann Abschnitt hast, wo du rennen musst, dann musst du mal kurz schleichen, dann hast du dieses 2D-Beat'em-up und daran bauen sie dann diese Inszenierung noch. Ja. Nachdem da vorher auch wirklich ein ja, echt ziemlich trauriger Moment kam Ja. für Vincent. Und ja, das muss ich generell auch noch sagen, dass mir die zwei Szenen mit den Familien beide sehr gut gefallen haben. Ich Ja, haben glaube, sie schön die gemacht. mit Leo noch ein bisschen mehr. Auch wenn sich der Chat über Weichei-Boy amüsiert hat. Das war auch so schön, ja. Ja, und auch diese Situation haben halt wirklich geben einfach, waren sehr schön gemacht und geben aber auch sehr viel Raum zum Scherzen. So, wo es dann so war, so, ja, ich gehe als Leo rein zu den Jungen, mit denen zu sprechen und du hilfst meiner Frau, das Motorrad zu reparieren. Und ich so, Vincent, bleib artig. Ich hole nur den Schraubenschlüssel für deine Ja. Frau. Also es impliziert das Spiel nicht, aber es ist Es ist schon sehr trotzdem. lustig. Ja, besser denn ich als Vincent kümmere mich um deinen Sohn, spiele mit dem Basketball und du verschwindest mit deiner Frau im Ja. Wohnwagen. Und auch Ja. so, ja toll, jetzt habe ich eine Babysitter spielen, wenn du mich nicht mit Das war deiner schon Frau sehr gut so. Hier, wegbringst. spiel mal weiter. Ja, ich muss mit meiner Frau reden. Das war auch So, schon gut. liebes Kind. Genug für die Vater-Sohn-Bindung habe ich jetzt getan. Ja, Jetzt muss ich mich mal um ich habe dich Mama kümmern. einmal hochgehoben da Ja. beim Basketball. Das muss ja reichen. Ja. Ich war jetzt halt, ne, 6 Monate weg. Ja. Einmal hochgehoben, reicht. Reicht. Fertig. Und ich habe den Schild repariert. Auch das. Schild repariert Das und Schild. hochgehoben. Das reicht. Ja. Für 6 Monate reicht Ja. das. Ja. Ja, also generell, wird ja dann schon so lange ist das Spiel nicht, das wird ja dann jeder selber sehen, aber es sind wirklich viele echt ganz schöne Momente dabei. Ja. Und ja, dann kommt aber das Ende. Ja, na, erstmal kommt natürlich noch der große Der Twist. große Also Twist, noch einmal ja. Spoilerwarnung. Ja. 3, 2, 1. Es ist ein Undercover-Cop. Ja. Haha. Ja, Vincent war die ganze Zeit ein Undercover-Cop. Ja. Der eingesetzt wurde, denn wir erfahren, dass in einer der Rückblenden, die man früher gesehen hat, Genau. als Leo von Harvey betrogen wurde, dass der Käufer, der angebliche Käufer, den sie da hatten für ihren Genau. schwarzen Diamanten, dass das der Bruder von Vincent war und ein Undercover-Cop, der Genau. quasi die beiden hinter Gitter bringen sollte. Genau. Und aber leider ging da ein bisschen was schief bei der Übergabe, denn Harvey war ein Arschloch und war gierig und wollte mehr und hat dann halt den Undercover-Cop einfach mal direkt in die Birne geballert. Ja.
das fand Vincent wieder nicht so schön und deswegen wollte er Harvey halt umbringen und so weiter. Und dafür braucht er aber Leo, weil Leo hat die richtigen Kontakte und kann eher herausfinden, wo Harvey ist. Und außerdem natürlich offiziell soll er den schwarzen Diamanten besorgen. Und ja, und deswegen hat er sich halt gesagt, ey, schleust mich ein, ich habe noch ein Hühnchen mit den Harvey zu rupfen. Und so wurde halt Vincent eingeschleust und ja, und hat alles, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist, eigentlich nur getan, um seine Rache zu bekommen und um halt den schwarzen Diamanten für die Polizei wieder zu bekommen. Ja. Und ja, das findet natürlich Leo auch nicht so nett und sagt so, ey, du Wichser, du Arschloch, du Ratte. Flieht natürlich dann, indem er auch Vincent als Geisel nimmt. Und dann, das ist dann auch wieder sehr, sehr cool, was wir auch sehr gefeiert haben, dass halt dann auf einmal aus dem Koop ein Versus-Mode wird. Ja. Weil halt der Vincent spielt, muss dann halt den, der Leo spielt, jagen und die ganze Zeit hinterherhetzen, verprügeln und versuchen abzuschießen. Bis es dann halt zum finalen Showdown kommt, wo dann halt wirklich beide immer noch im Splitscreen gegeneinander ballern müssen. Und beide haben jeweils ein Maschinengewehr, müssen halt jeweils gegen sich schießen. Ja. Das war schon sehr, sehr ulkig. Haben jeweils eine Lebensanzeige, richtig. Und bis es dann halt zum finalen Showdown kommt, nämlich zum Ende, wo denn ein Schildkrötenduell nochmal passiert, wo nicht beide komplett entkräftet, kurz vorm Tode mehr oder weniger. Selbst wenn einer ganz viel Leben hat. Selbst wenn einer ganz viel Leben hat, sich nochmal mit letzter Kraft nochmal eins auf die Mütze geben, um dann halt zu sehen, da ist noch ein Gewehr. Und dann mussten halt beide Spieler mit aller Kraft so schnell wie möglich die Quadrattaste reinhämmern, um halt so schnell wie möglich bei der Waffe zu sein, um dann halt den finalen Todesschuss auf dem als anderen zu machen. Ja. Drama pur. Ja, und damit gibt's zwei Probleme. Das eine ist gameplay-mäßig, weil so cool das Ende auch ist, weil ich sag mal so, ich habe irgendwie mir von Anfang an schon so ausgerechnet, okay, eigentlich muss es am Ende dazu kommen, dass man gegeneinander spielt. Eigentlich so. Schon irgendwie. So, und es kam dann auch, und es war halt auch wirklich sehr, sehr cool inszeniert. So, es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Aber es ist halt wirklich so, bis zur allerletzten Phase dieses Kampfes, es ist halt komplett durchinszeniert, einfach nur. Also es ist eigentlich egal, wer wen wie oft trifft. So, es kommt immer, also es wird, Neo wird im Boot immer erwischt und es kommt immer zum Showdown. Es gibt immer die drei Phasen beim Schießen, egal wer wie doll verletzt wird, und es gibt immer den Boxkampf und egal wie kaputt beide sind. Also es war wirklich so, wir haben dann nämlich geladen, um das zweite Ende halt zu machen. Und da war es so, ich hatte aus irgendeinem Grund so viel Leben. Und ich hatte halt noch drei Viertel Leben. Und ja, dann boxt man sich aber genauso lange und es kommt genau zur selben Endszene. Und es hat auch wirklich keinen Einfluss auf das finale Klick-Duell. Ja, und dann, so. Und das Geile ist halt wirklich, dann habe ich einfach mal nicht gedrückt bei diesem Klick-Duell und Grauton hämmert in die Taste und sein Charakter und er muss da sonst wie drücken, um irgendwie nach vorne zu kommen. Und ich drück so 5-6 Mal irgendwie auf meinen Charakter. Ja, also da merkte man dann auch beim ersten Mal, wir halt beide gehämmert, weil wir beide gewinnen wollten. So, und da war es halt so, da hast du dann knapp gewonnen. Ja. So, und da war es dann so, man merkt wirklich, das ist so eine, wie bei Need for Speed, so eine Rubberband-Technik. Genau. Dass wenn der eine weit vorliegt, der andere, wenn er dann drückt, ganz schnell hinterherkommt, damit es spannend wird am Ende. Ja. So, und fast so ein bisschen Glück ist, wer es am Ende dann bekommt. Ja, also es kann schon sein, dass auch damit zusammenhängt, wirklich, wer am Ende am meisten gedrückt hat, wer zuerst beim Gewehr ist. Aber es wird halt so dargestellt, dass halt wirklich, wenn du am Anfang nichts drückst und der andere ist kurz davor, diese Waffe zu bekommen, und drückst nur ein paar Mal irgendwie auf die Quadrattaste, sprintet dein Charakter, selbst wenn er kein Leben mehr hat wahrscheinlich, zur Waffe hin, so dass er ganz knapp die Waffe nicht mehr erreicht. Ja, oder es lag halt an deinem vielen Leben, nur ich glaube es halt nicht, weil es wird ja inszeniert, wie beide sind völlig fertig. Ja. So, und das ist halt schade, also wir haben halt beide gesagt, wir hätten uns eher gewünscht, man lässt es auf dem Finale. Das mit dem Boot und so kann man alles noch das machen. Das kann man alles machen, ja. Aber dass man dann wirklich sagt, okay, dann ist es wirklich ein Showdown. Die beiden Spieler spielen gegeneinander und der den anderen abschießt, der hat halt gewonnen. Dass es halt wirklich daran liegt und nicht dann noch in der allerletzten Phase an einem Klick-Duell irgendwie liegt, was auch noch mit einem Rubberband-System irgendwie verbunden ist. Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass, also der Chat war ziemlich entgeistert über die Auflösung mit dem Undercover-Cop, weil A, ist es irgendwie so, so platt. Ja, so das war halt, was ich meinte mit, es ist halt eine absolute Klischee-Geschichte. Wenn man halt Under Fire oder in Körper des Feindes, wenn man die Filme kennt, wo es ja auch darum geht, dass halt der Gute im bösen Körper steckt, der Böse im guten Körper, also oder jeweils die beiden Maulwürfe sind, dann hast du halt dasselbe Erlebnis mehr oder weniger. Ja.
Nur ist ein Hollywood-Film halt nochmal sehr viel besser ausgearbeitet und hier ist halt so auf einmal rückblendenmäßig der Twist. Übrigens, der war die ganze Zeit in Undercover-Cop. Ja. Hat aber dafür gesorgt, dass irgendwie die Hälfte der Gesamtpolizei dieser Stadt verprügelt worden sind, höchstwahrscheinlich auch welche in die Luft gesprengt worden sind, übelst verletzt worden sind, Sachschäden ohne Ende entstanden sind und das alles nur theoretisch, offiziell für diesen einen Diamanten. Ja, und für seine eigene Rache. Und für seine eigene Rache. So, also da fand ich auch, warum nicht irgendwann, es wurde ja sogar gezeigt, dass ein Offizieller gesagt, du solltest dich da raushalten, du bist zu emotional investiert und er sagt, nein, lass mich das machen und dass dann nicht die Offizielle immer sagt, ey, du, Vincent, wir haben mittlerweile 20 Tote. Es ist es nicht mehr so richtig wert. Ja. So, wir haben die Info, wo Harvey ist. Jetzt nimm den fest und dann machen wir das. Genau. So. Und ja, es ist so, dass eben auch das Spiel von der ganzen Inszenierung her und so ein wirklich, finde ich, nicht nur, dass man es nicht kommen sieht, sondern es ist so, dieses, es lockt einfach aktiv auf eine falsche Fährte. Es macht Szenen, die eigentlich nicht so hundertprozentig Sinn machen dann am Ende. So, also gerade so dieses Ganze, das war so mein Punkt, dass, als er dann erfährt, dass sein Kind geboren ist, was er ja nun weiß, dass seine Frau hochschwanger ist, dass er dann sagt, dass er dann das Ganze abbrechen möchte, quasi, und sagt so, Leo, ich kann dir nicht sagen, was so, ich muss gehen. Und eigentlich quasi sagt, ja, naja, Mission vergessen. Weil es halt so nach dem Motto ist, er ist ja eigentlich Polizist, er möchte nicht, dass sein Verbrecher irgendwie seine Familie kennenlernt, sonst irgendwie. Was aber halt denn der Schwachsinn ist, weil er eigentlich undercover ist und bisher und alles getan hat. Genau, weil sie sich da auch eigentlich sich gegenseitig total anvertraut haben. Ja. Und im Krankenhaus sagt er dann wieder, komm Leo, komm. Ja, genau. So, und das ist so, da merkt man richtig, dass sie diesen Twist wollten und der Weg dahin aber nicht hundertprozentig logisch geschrieben wurde. Und der einzige Hinweis, den man wirklich bekommt, ist eigentlich einfach nur, wenn man das Memo liest, wer eigentlich Vincent ist. Weil im Memo steht nämlich von Anfang an, ja, er ist Bankangestellter mal gewesen. Ja. Und wegen Betrügerei und so weiter ist so ein Knast. Und es war halt die ganze Zeit, wo ich dachte, also das habe ich auch wirklich im Livestream gesagt, so, also dafür, dass er ein Bankangestellter ist, finde ich schon ziemlich faszinierend, dass er mit Waffen wunderbar umgehen kann, dass er so mega durchtrainiert ist und dass er sich super auskennt und so eine mega Kontakte mit allen möglichen Verbrechern hat und keine Ahnung was. Ja, dadurch, dass er Undercover-Cop ist, ist klar, deswegen hat er diese Kontakte. Das ist der einzige richtige Hinweis, der einen stutzig machen lässt. Weil wieso ist ein Bankangestellter, der ein paar Betrügereien gemacht hat, bekannt mit all den Kram? Ja, und dann, dann wird es halt wirklich so, wo das Spiel bis dahin schon Klischee war, wird es dann halt wirklich nochmal mehr Klischee. Ich muss aber auch durchaus zugeben, also ich finde das Ende... Ich finde es okay, es hat mich schon rausgerissen, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm wie der Chat. Also der Chat war wirklich entsetzt über die Auflösung. Es kommt aber halt auch noch dazu, dass bei uns im Stream jemand reinkam in den Chat und ich las das und sagte, nicht lesen. Ja. Er spoilert wahrscheinlich das Ende. Ja, ja. Und der hat halt wirklich, ist reinkommen in den Chat und sein erster Satz war, Vincent ist ein Undercover-Cop und wird Leo am Ende verraten. Ja. So, und da ich ja durch die Testberichte schon gelesen hatte, das Ende ist dezent unlogisch und so dachte ich, ja, okay, das wird wahrscheinlich stimmen. Ja. Und das hat mich dann natürlich nochmal zusätzlich, ich war dann halt schon drauf gefasst. Dadurch war es für mich auch keine Überraschung irgendwie so richtig. Und dann war es halt wirklich so, ja, ist wirklich das. So, dafür kann das Spiel nichts. Ja. Aber ich hätte mich, glaube ich, auch so mehr dran gestört. Es ist nicht so schlimm wie bei Heavy Rain irgendwie, nee, wo es halt wirklich keinen Sinn bei vielen Situationen mehr gab. Aber weil hier war es halt wirklich so, dass das, ich fand es okay, diesen Twist, weil es gab durchaus, wie gesagt, es hätte schon Sinn gemacht von allem her. Es war jetzt halt nichts mega Unlogisches. Es war halt einfach nur dem Spiel geschuldet. Ja. In einem Film wäre es halt so gewesen, okay, der Typ hätte wahrscheinlich wirklich nichts gemacht. Er hätte nicht 5000 Leute auf dem Gewissen, mehr oder weniger. Ein Spiel ist, es will dir Action bieten, es will dir unterschiedliches Gameplay bieten und keine Ahnung was. Also tut es halt so, als ob du halt wirklich gerade da irgendwie gut 100 Leute in die Luft sprengst. Naja, und dann kommen halt noch so lauter Sachen dazu. Also wir fanden es am Ende halt auch doof, dass Leo dann halt ausrastet und Vincent sagt, ey, chill, wir handeln dir was aus, du kriegst Strafverminderung und so weiter und so fort. Und Leo will das halt nicht und dann kämpfen sie halt bis aufs Blut. Und am Ende geben sie sich dann noch die Hand und so ein bisschen, ja, war aber trotzdem cool mit dir. Ja, das, ich, also das war wirklich die einzige Szene, die ich absolut bescheuert fand. Ja. Das halt, also ich sag mal so, als Leo würde ich es sogar noch ein bisschen verstehen. Ja. Er ist nämlich mega angepisst, dass er, dass halt wirklich dieser Typ, den er gerade vertraut hat in den letzten Wochen und Monaten, keine Ahnung, ihn so hintergeht. Da würde ich sogar verstehen, dass er sagt, so okay, einfach in Affekt, in seiner riesigen Wut drückt er ab. Ja. Aber dass Vincent Leo abknallt, ergibt für mich absolut keinen Sinn. Ja.
Weil, er sagt halt 10 Minuten vorher noch, ey, ich will dich nicht genau, ich will umbringen, ihn nicht so. umbringen und ja, sie sind da im Kampf vom Feinsten, aber er hat in dem Moment gewonnen. Also er hat diese Waffe in der Hand, er zielt auf Leo und Leo ist halt wirklich, er ist halt schon Ja. bereit, mehr oder weniger, wirklich, okay, jetzt bin ich dran. Ja. Und du kannst halt nichts anderes machen, du musst abdrücken. Ja. Und das finde ich dann halt so ein schwachsinnig, weil als Undercover-Cop, selbst wenn, würdest du entweder ihn halt die einfach nur halt an die Brust drücken und sagen, okay, jetzt reicht's, du bist jetzt Ja. verhaftet. Es tut mir alles furchtbar leid. Also, das hätte ich viel besser gefunden. Also, ich wäre sogar ruhig damit einverstanden gewesen, wenn das eine Ende mit Vincent gewesen wäre. Leo wird verhaftet. Oder von mir aus, Vincent hilft Leo vielleicht sogar zur Flucht. Ja. So, weißt du, so kumpelmäßig irgendwie. Pass auf, du kannst gehen. Ich Ich sag, habe ihn nicht ich erwischt. habe ihn nicht erwischt. Du kannst fliehen. Hätte Ja. ich vollkommen Oder verstanden. wenn sie ihm diese Wahl gelassen Ja, hätte. hätten sie an So. die Wahl gelassen. Aber nein, es ist, du musst abdrücken. Vor allem, er drückt halt direkt voll auf den Brustkorb. Du kannst nicht Ja. mehr sagen, ich schieß aufs Bein. Ja. Weil er ist ein fucking Undercover-Cop. Der kann ohne Probleme das Gewehr halt runterziehen, auf das Bein schießen und Ja. sagen, gut, Und da Ende. kommt halt am Ende wirklich so ein krasser Sprung immer wieder zwischen. Leo hilft ihm dann ja noch den Brief an seine Frau zu Ja. schreiben. So, und dann so, um nochmal, so, wir sind richtig Buddies. Genau, Und wir dann kommt der vertrauen Verrat und uns. dann kommt noch, hey, ich will dich nicht töten. Dann, wir kämpfen bis aufs Blut. Dann, und ich erschieß dich dabei auch. Und dann gebe ich dir mal die Hand, weil war doch ganz cool mit dir alles. Ja. So, und das ist so, also gerade beim Vincent-Ende ist Ja, das das sehr ist. hakelig alles. Und passt einfach nicht so richtig. Und ja, da konnten sie sich nicht so richtig entscheiden, ja, Ja. hassen die sich jetzt bis aufs Blut oder sind die jetzt Buddies? Das ist, ja. So. Also hätte man wirklich sagen müssen, es müsste halt wirklich Entscheidungen geben. Ja. Das haben wir gar nicht, glaube ich, richtig erwähnt, ne? Von wegen, dass es halt eigentlich Kritik ist an dem Spiel, dass man halt die ganzen Entscheidungen trifft, eigentlich. Oh, doch, Doch, haben wir haben es wir, gesagt. ja. Haben wir gesagt, genau. Haben wir doch gesagt. Also, ja, das hat. Also für Verbesserungen, wenn sie ein Way Out 2 machen, die Rache des Weicheis, Die Rache des Weicheis. dann soll es halt wirklich so sein, dass sie dafür sorgen, dass die Entscheidungen auch vor dem Finale Auswirkungen auf die Gesamtstory einfach haben. Ja. Oder dass, wenn sie es halt schon so machen, dass alles durchinszeniert ist, dann zumindest am Ende man wirklich doch mehrere Ja. Endmöglichkeiten hat. Und nicht, dass man an einer Cover-Cop, ja, ich knall den jetzt volles Pfund voll ins Ja. Herz. Also, ja, das war das Einzige, was mich wirklich gestört hat am Ende. Das war wirklich so das Ding, wo ich dachte, oh, das finde ich doof. Weil es war auch so, ich habe einfach so gezielt. Ich habe gewartet, dass jetzt irgendwann das Spiel sagt, okay, warst du langsam, sonst irgendwie, du schießt jetzt nicht. Nö, ich Ja. habe gut 2 Minuten habe ich einfach nur den Trigger gehalten zum Zielen. Er hat trotzdem gesagt, nö, du musst jetzt schießen. Ja. Du kannst jetzt nichts anderes machen, außer schießen. Ja, also das ist so ein bisschen problematisch. Ansonsten, die Cutscenes wieder, die nachkommen, nach den beiden jeweiligen Tonen, finde ich wieder sehr schön. Ja. Die sind wieder schön traurig, dramatisch und jetzt ist der eine hat halt Glück und ist mit seiner Familie wieder vereint und alles ist toll. Der andere ist tot, ist nicht so gut und dann Begräbnis, beziehungsweise das Grab wird halt besucht irgendwie. Ja. Und ja, es ist alles wieder ganz nett. Ja. Ja, aber so das der Twist und das Finale Ja, davor die sind hakelig. sind hakelig. Aber nichtsdestotrotz, es war trotzdem ein tolles Spiel. Ja. Oder ist es ein tolles Spiel? Es ist ein tolles Spiel, es war eine tolle Spielerfahrung für uns. Es hat uns Spaß gemacht, wir haben uns nie gelangweilt. Wir hatten auch viele lustige Momente dabei, die natürlich auch durch den Stream entstanden sind. Also insgesamt sagen wir, kann man empfehlen. Ja. Also wenn ihr Lust habt, mal mit einem Kumpel, Kumpelinen irgendwie mal wieder ein schönes Couch-Koop-Game mal wieder zu zocken an der Konsole, am PC, wie auch immer, dann ist A Way Out auf jeden Fall die richtige Wahl. Ja. Für so einen Tag einfach mal, für so einen Abend oder sonst irgendwie das mal durchzuzocken. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, eine Szene, mir ist jetzt wirklich im Nachhinein, wo ich noch ein bisschen nachgedacht habe, ist noch eine Szene, die mir ein bisschen missfallen hat, jetzt so im Gesamtbild, war eigentlich nur noch das ganz kurze, bevor man ins Krankenhaus geht. Dieser Auftragsmörder, der auf einen gehetzt wird. Ja. Das fand ich, das war das Einzige, weil das ist so schon zu viel, fand ich jetzt. Also, wenn ich jetzt Ja. mit allem vergleiche, was noch in der Gesamtstory so passiert, war das diese eine Szene, die, selbst wenn es draußen wäre, wäre es nicht wild. Also, man hätte aus diesem Auftragskiller immer weglassen können. Als sei es Ja. wäre ein Asiate gewesen, dann wäre es cool gewesen. Ja. Dann wäre es nicht absolut Klischee gewesen. Das wäre sogar eingefallen. Also, es war, glaube ich, die einzige Spielsequenz, die jetzt nachher, wo ich denke, ja, war zwar auch irgendwie lustig, aber ja, war jetzt auch nicht Ja. besonders. Ja, vor allem ist es dann wirklich so, dass da vorher die Cutscene noch kommt, schickt unseren besten Mann auf sie und dann ist das halt der größte Vollidiot, den die Ja. Welt jemals gesehen hat. Er hält einfach nur viel aus. So, Ja, das ist, das ist alles. ja. Ja. Gut, dann glaube ich, sind wir durch, ne? Ja. Ja. Also sind wir durch. Also Empfehlung, wenn ihr mal was zocken wollt, Couch Coop.
wunderbar, A Way Out, 30 Euro, so 6 Stunden Spielzeit, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel er rumalbert und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr bisher noch den Spoiler-Part euch angehört habt. Habt ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht. Schaut ansonsten auch gerne bei Graum und Gaming dann vorbei, wenn ihr das Spiel schon kennt oder noch, denn wenn ihr es durchgezockt habt. Könnt ihr euch einen Livestream angucken. Ja. Sonst gibt es auch schöne andere Let's Plays und Livestreams. Und hier auf Graum Entertainment habt ihr auch ein riesiges Angebot an Podcasts, die ihr euch anhören und anschauen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Grauton. Ciao.